Willkommen beim Tutorial für Parmesanhähnchen an Salat. Die Zutaten. Eine Salatmischung, hier eine fertig gekauft, aber ihr könnt auch selbst welchen verlesen. Dann natürlich Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke geschnitten. Parmesan, Semmelbrösel, so Paniermehl ist es, Mehl, normales, ein Ei, ein wenig Öl, das sind so die Sachen für das Parmesanhähnchen und jetzt für den Salat ein wenig Gurke, Tomate oder eben andere Gemüse, die ihr noch auf euren Salat schmeißen wollt, Butter, Wasser, noch mehr Öl, Essig, schwarzer Pfeffer, Salz, noch ein bisschen Wasser, glaube ich, und noch mehr Salz. Ja, sorry, wegen dem zweimal Wasser kurz verwirrt, das ist natürlich Zucker fürs Dressing. Mit dem Dressing fangen wir an und dafür gebt ihr einfach euer Wasser, die größere Menge, dann den Essig, die kleine Menge Öl. So. Ich glaube, ich schreibe es zusammen und schreibe dann im Rezepttext, wie viel das jeweils ist, und den Zucker zusammen in eine Schüssel und verrührt sie gut miteinander. Also das war jetzt, ich glaube, zwei Esslöffel Öl und Essig jeweils. Oder zwei Essig, drei Öl, so rum. Zwei Esslöffel Wasser und ein Teelöffel Zucker. So, dieses einfache Essig-Öl-Dressing, Salz und Pfeffer, ihr wusst, meine Salz-Pfeffermühle da. Gibt es dann gleich über den Salat und verrührt es gut, dann kann der gut durchziehen, der Salat, während wir das Hähnchen vorbereiten. Das könnte dann in etwa so aussehen. Und natürlich mischen wir die Salatblätter nochmal gut durch. Und auch während der Ziehzeit am besten wenden wir ein paar Mal den Salat, damit auch wirklich jedes Blättchen vom Dressing abbekommt. Als nächstes geht es daran, das Hähnchen zu panieren. Und dafür werde ich eine relativ faule Methode wählen. Also ihr gebt in eure erste Schüssel das Mehl, in die zweite Schüssel das Ei und das verquirlt ihr auch. Kommt dann gleich. Und in eure dritte Schüssel gebt ihr Semmelbrösel bzw. Paniermehl. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. Also das ist, glaube ich, Paniermehl. Das gebt ihr in die dritte Schüssel. Und zum Paniermehl den geriebenen Parmesan und auch die beiden Zutaten vermischt ihr gut. So, durchrühren. Wir wollen eine knusprige Parmesanhülle erreichen und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr in der dritten Schüssel den Käse gut mit dem Paniermehl verrührt, damit es eine sowohl gut haftende als auch lecker käsige Panade wird. So, das dürfte jetzt gut durchgerührt sein. Jetzt noch das Ei verquirlen und dann kann es auch gleich losgehen. Zum Panieren gebt ihr ruhig mehrere, deswegen das meinte ich mit faule Variante, ruhig mehrere der Fleischstückchen ins Mehl. Wendet sie so ein bisschen darin, könnt auch schütteln. Theoretisch könnte man auch verschließbare Dosen nehmen und es richtig durchschütteln. Dann gebt ihr die Fleischstückchen ins Ei, wenn sie rundherum mit Mehl bedeckt sind. Zack, könnte man auch mehrere machen, aber ich glaube beim Ei lieber nicht. Und ab in die Panade. Ein bisschen andrücken einmal. Und dann ist das Sesamhähnchen, das Parmesanhähnchen auch schon fertig mariniert, paniert. Sprachstörung, ahoi. So, und das tue ich jetzt erstmal hier in zwei kleine Portionen. Ein Tellerchen, Schüsselchen, damit ich es dann nacheinander anbraten kann. Das gleiche jetzt natürlich mit den anderen Stückchen auch. Ei. Schlups. Plopp. Ei. Wenn ihr Ei oder Mehl oder irgendeine Zutat zum Panieren noch braucht, könnt ihr natürlich noch nachnehmen. Das sind jetzt nur die Mengen, mit denen ich mal für die Menge Fleisch so rechne. Die
Gebt nach dem Panieren eure Butter und euer Öl in eine Pfanne und erhitzt sie auf dem Herd, bis die Butter geschmolzen ist. Na gut, jetzt habe ich beim Panieren noch was vergessen, und zwar der schwarze Pfeffer und das Salz gehören eigentlich auch noch in die Panade. Ich hoffe, es schmeckt meinen Testessern trotzdem, und das bisschen Wasser gehört zum Ei, damit es nicht ganz so sehr dickflüssig ist, aber bei mir hat es auch ganz gut ohne geklappt. Also insgesamt, das Wasser werde ich wahrscheinlich nicht ins Rezept schreiben, weil es mit dem normalen Ei so ganz gut funktioniert hat. Allerdings ja, da hat es das Video kurz abgerissen. Ich wollte nur schnell noch sagen, dass ich 2 Eier gebraucht habe. Aber das werdet ihr auch im Rezepttext finden. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass am Anfang nur 1 gezeigt wurde. Und jetzt geht es mit dem Hähnchen weiter. Wenn das Öl heiß und die Butter geschmolzen ist, gebt ihr einfach euer Hähnchen hinein und achtet am besten darauf, dass weder zu viel Panade abgeht und ins Öl fällt, noch dass die Stückchen irgendwie sehr zusammenhaften. Ich denke, diese eine Portion wird genau reichen für eine Pfanne, und die zweite Portion muss dann im Anschluss noch gebraten werden. Die Hähnchenstücke bratet ihr im Öl bzw. in Öl und Butter etwa 5 Minuten von jeder Seite an, damit sie schön goldbraun und das Hähnchenfleisch auch durch ist. Während die zweite Portion Hähnchen brät, mischt ihr euren Salat nochmal durch und setzt dann je eine Portion Salat in die Mitte eines kleinen Tellers. Wird noch schön in Form gebracht. Dekoriert außerdem euren Salat mit noch zusätzlichem von euch gewählten Gemüse. Bei mir sind das die Gurken und Tomaten. Also so, dass es liegen bleibt. Komm schon. So entsteht die fertige Salatbasis, und auf die legt ihr jetzt einfach optisch schön drapiert eure Parmesan-Hähnchenstücke. Und schon ist euer Parmesan-Hähnchen am Salat fertig. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit.